Hallo Leute und herzlich willkommen zum nächsten Kampf hier in der NPBL und heute geht es gegen niemand anderen als Zelos, den aktuellen Tabellenführer. Erdbeben ohne Bedroher. Es ist ein defensives Arcani, okay? Wir können es gewinnen. Erdbeben kommt. Und wir packen es nicht. Crit! Nein! Hat er gemerdert? Hat der Crit gemerdert? Hallo Leute und herzlich willkommen zum nächsten Spieltag hier in der NPBL. Und wir treten heute an gegen Zelos, den aktuellen Tabellenführer. Und ja, wir sind in der Rückrunde ungeschlagen. Er ist in der Rückrunde ungeschlagen. Das wird ein super, super spannendes Duell. Dann gewinnen wir. Viel zu eindeutig. Und ich glaube, wir stürzen damit, nachdem wir Lorenz vom ersten Platz gestürzt haben, stürzen wir wahrscheinlich auch Zelos vom ersten Platz, wenn Lorenz nicht auch diesen Spieltag verliert. Wow. Und damit sind wir in der Rückrunde tatsächlich Tabellenerster. Jo, Freunde, Zelos hier und damit herzlich willkommen zum 9. Spieltag der NPBL, Freunde, gegen den guten Nesflo und sein Team Flutschige Zäpfchen. Ich glaube, so heißt sein Teamname, ja. Und Flo ist einfach der Angstgegner der kompletten Liga für mich, ja. Ich habe mich auf keinen anderen Kampf so krass gefreut wie gegen den guten Flo. Und im Moment ist die Tabellenplatzierung auch sehr interessant, Freunde. Wir führen die Tabelle an. Mit, haben wir 21 Punkte? Ich glaube 21 Punkten. Nesflo dahinter, Freunde. Ja, der gute Flo, gegen den wir jetzt spielen müssen. Dahinter mit 3 Punkten dahinter, also mit 18 Punkten, ja. Das heißt, wenn er uns heute besiegt, kann er uns überholen, Freunde. Dafür müsste er ein 4-0 oder höher machen, ja. Ein 4-0 wären wir komplett gleich, auch mit Differenz, glaube ich. Und ein 5- oder 6-0, Freunde, dann wäre er auf dem ersten Platz. Falls wir aber gewinnen, Freunde, können wir uns auf den ersten Platz absetzen. Das heißt, wir führen dann mit 6 Punkten vor dem zweiten. Je nachdem, wer dann zweiter ist, führen wir dann trotzdem mit 6 Punkten. Und wir wollen definitiv gewinnen, Freunde. Wir wollen diese Art Blamage, ja, die wir in der Rückrunde gegen Flo, das war meine höchste Niederlage in der gesamten NPBL, ja. Oder die krasseste Blamage, die ich bekommen habe. Und die möchten wir heute wieder gut machen, Freunde. Mit einem Team und mit einer Überraschung. Ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, Freunde. Es ist das allererste Mal Luxtra dabei, ja. Mit dem Namen Hope, Freunde, mit der Hoffnung. Weil Hoffnung, Hope, also Luxtra war hier die Hoffnung in diesem Kampf, Freunde. Denn ich spiele Luxtra, beziehungsweise ich komme gleich zu Luxtra, ja. Ich fange gleich mit Keldeo an, mit meinem ersten Pokémon, womit ich leaden werde. Ja, wie immer könnt ihr diese Team-Preview überspringen, wenn ihr möchtet, denn mein Team findet ihr in der Videobeschreibung, also dort ist ein Link, könnt ihr direkt zum Team kommen, wenn ihr das, die Team-Preview überspringen wollt. Ja, wenn ihr nicht wissen wollt, was ich dabei habe oder whatever, wenn ihr nur den Kampf sehen wollt, dann springt sofort zum Kampf. Und für die, die es interessiert, was ich dabei habe, ja, und die bleiben dran, denn ich habe heute exzellente Sets dabei, ja. Ich war noch nie so kreativ wie heute. Ich war auf jeden Fall noch nie so kreativ wie heute, denn wir spielen, fangen wir an mit dem ersten Pokémon und zwar ein Keldeo, Freunde. Dieses spielen wir zum ersten Modus, ja, mit dem mäßigen Wesen und mit dem Choice Bags, ja. Ohne Eisattacke, ja, Freunde, ohne eine Attacke, womit ich Latios sehr effektiv treffen kann. Das hat den Grund, denn ich musste Hydro-Pumpe spielen, ja. Mit der Hydro-Pumpe würde ich sein offensivfeste Metagross, was er auch dabei hat, two-hitten können. Den Scald, Freunde, um halt Nidoking zu one-hitten und um überhaupt irgendwo einen Burn drauf zu bekommen. Das war mir sehr, sehr wichtig. Dem Secret Squad, Freunde. Und das ist die Hidden Power Electric, Freunde. Und deswegen passte einfach kein Ice Rind mehr auf Keldeo. Denn wir mussten Hidden Power Electric spielen, weil sonst prallen wir in Gyarados ab. Und Gyarados kann gefährlich werden, denn Freunde, er wird auch gleich mit Gyarados leaden. Und Gyarados wird ultra das gefährlichste Pokémon in seinem Team gegen mich. Denn wenn er sich aufsetzt, schaut euch mal mein Team an, auf plus 1, ich habe nicht mehr viel, ja, auf plus 1, beziehungsweise sogar auf plus 2 könnte er mein komplettes Team sweepen und vor Gyarados hatte ich hier am meisten Angst in seinem Team. Machen wir weiter mit Keifel, Freunde, Keifel das typische Set, Eissplitter, Eisverfrage, Erdbeben, Tarnsteine, Voll-KP, Voll-Angriff, um halt Safety-Tarnstein rauszubekommen, das war
eine Priorität, die ich hatte. Ich wollte aber nicht mit Kai verlieren, weil ich dachte, er wird es eh predicten. Ja, wird deswegen irgendwie mit Metagross oder Gyarados leaden. Deswegen habe ich, wie gesagt, mit Keldeo geleadet, um halt Metagross oder beziehungsweise Gyarados eher zu... Wenn ich Metagross predicted hätte, hätte ich, glaube ich, eher mit Kai vielleicht statt mit Keldeo geleadet. Dann, Freunde, bringen wir mit Sherox. Und auch Sherox hat diesmal ein Set, was klappen könnte, Freunde, im Kampf. Denn Sherox dient als Supporter für Luxtar. Freunde, Luxtar ist zwar stark, hat aber mit einer 70er Base zu wenig Innen. Das heißt, es braucht einen Supporter. Und mit welchen Pokémon kann ich Luxtar am besten supporten? Richtig, mit Sherox. Denn wir spielen hier auf Sherox den Rückenwind. Und wenn ich den Rückenwind rausbekomme, habe ich erstmal 4 Runden lang Rückenwind. Und Luxtar wäre gegen jedes Pokémon schneller, auch ein Nidoking oder Gyarados mit Walschall. Ja, auch die würde ich outspeeden. Und ja, auf Sherox spielen wir außerdem die Yuta, um die Switch-Erfahrung zu bekommen und halt safe in Luxtar oder Raiden oder sowas zu gehen oder Keldeo. Den Bullet Punch, klar. Und, Freunde, die Verfolgung. Mit der Ockerberry, also mit der Anti-, Feuerbeere, genau so heißt die Beere. Es ist schon spät, Freunde. Tut mir leid, wenn ich ein paar Versprecher habe. Und Sherox soll eine Aufgabe erledigen. Luxtar zu, also zwei Aufgaben. Luxtar zu supporten, in Latios zu wechseln, auf Verfolgung gehen und dies Latios rauszunehmen, wenn es offensiv ist, Freunde. Denn nach Tarnstein wandelt dich safe mit der Verfolgung, wenn er rauswechselt, sein Latios. Und das war so mein Plan. Das sind so die Aufgaben von Sherox gewesen. Ob es geklappt hat, Freunde, werden wir gleich sehen. Und dann, das allererste Mal, Freunde, mein Hope, mein Luxtra mit den Attacken, mit 4 Attacken, womit ich alle seine Pokémon sehr effektiv treffe, ja? Beziehungsweise One-Hitten kann, bis Two-Hitten kann. Mit dem Knirscher für Latios und Metagross. Mit der Fassade, Freunde, die halt durch den Adrenalin-Guts mit Heißorb geboostet wird, ja? Die, glaube ich, One-Hit sogar Nidoking nach Tarnstein. Den Sturmstoß für Gyarados und mir fällt es nicht ein, ihr seht es aber in der Videobeschreibung, dort könnt ihr Sturmstoß, Knirscher, Fassade, ich glaube Kraftgloss, ja, Kraftgloss gegen Tyranitar, falls es mitgenommen hat, also Despotar oder Komala, ja, Kraftgloss spielen wir noch drauf. Und dann bringe mit, Freunde, mein Raiden, wie in jedem Kampf. Ja, Raiden ist einfach, es ist wichtig in jedem Kampf. Ja, ich habe, wir haben schon fast 7 Minuten, Freunde, es ist schon, ich muss mich ein bisschen beeilen, so. Raiden spielen wir hier mit dem Z-Darkium-Z, glaube ich, heißt der, also für den Z-Darkpuls. Denn wir spielen hier Darkpuls drauf, den Voltwechsel, Freunde, den Focus Blast und die Donnerwelle. Denn falls wirklich Gyarados irgendwie zum Sweepen kommt, kann ich es immer noch, ich habe immer noch einen Plan B, einen Plan C in der Hinterhand, wie ich Gyarados stoppen kann. Und das ist halt mit Raiden, mit der Donnerwelle. Ja, zur Not, wirklich. Wenn Gyarados zu gefährlich ist, habe ich immer noch in der Hinterhand Raiden. Muss es zwar dann opfern, kann aber die Donnerwelle rausbekommen und dann ist Gyarados gebremst. So, und zu guter Letzt, Freunde, mein physisch-defensive Schelme mit Schocksam, Erdkräfte, Egesam und Synthese. Und der gute Flo bringt mit, womit er auch gleich leaden wird, sein Gyarados, sein Nidoking, sein Kikli, sein Latios, sein Metagross und sein Komala, Freunde, ja. Ich habe mit Gyarados gerechnet, mit Nidoking gerechnet, mit Latios und mit Metagross. Dann dachte ich, entweder wird Kikli oder Komala mitnehmen, ja, einen physischen starken Attacker wird er mitnehmen und dann irgendein anderes Pokémon, weil Flo könnte praktisch jedes Pokémon in seinem Team mitnehmen. Und ja, Freunde, ihr seid bestimmt gespannt, wie dieser Kampf ausgegangen ist. Ich auch, Freunde, können wir die Blamage der Hinrunde wieder gut machen und uns die Tabellenführung ausbauen? Oder wird Flo uns heute besiegen und vielleicht auf den ersten Platz kommen? Bleibt dran, denn ich springe jetzt in den Kampf und Freunde, ich habe mich so auf diesen, wie ich schon am Anfang gesagt habe, auf diesen Kampf habe ich mich am meisten gefreut, weil es einfach, weil ich einfach was gut machen musste, ja, Freunde, die höchste Niederlage in der Season 1 durchfloh mit dem 5-0 und wir mussten definitiv heute etwas gut machen und hoffentlich auch gewinnen, Freunde. So, ich stehe, wie gesagt, mit Keldeo, er mit Gyarados. Ich dachte mir, ich bleibe in der ersten Runde safe, gehe auf die Hidden Power Electric und ich dachte mir, bitte wechsel nicht raus. Er wechselt aber raus, Freunde, riecht hier die Hidden Power, macht er schlau und geht in seinen Frankie, in seinen Metagross, so. Hier dachte ich, ja, scheiße, wäre ich mal lieber auf das Mysto-Schwert oder auf die Hydro-Pumpe oder aufs Gold gegangen. Aber egal, wir sehen, den Power Electric trotz Bordes, trotz Specs, was wir auf Keldeo spielen, macht zu wenig. Und das sagt uns einfach, er spielt volles KP-Investment plus der Offensivfest, Freunde. So, wir wechseln jetzt den Raiden, predikten hier den Donnerschlag, was ich eigentlich gedacht habe, ja. Aber er geht hier aufs Erdbeben. Warum nicht auf Zen Headbutt? Habe ich nicht ganz verstanden, weil Zen Headbutt hätte Raiden halt auch über 50% gemacht, Freunde. So, hier nutze ich einfach die Chance, weil ich einfach gedacht habe, okay, entweder wird drin bleiben, dann ist das schwarze Loch des Grauens, also die Zekt-Finster-Aura, eine Wall.
Oder er wird den Nidoking wechseln und mein Donnerblitz predikten oder Z-Donnerblitz predikten. Und da somit würde ich halt Nidoking auch, glaube ich, one-hitten. So, wir wollen auf Z-Dark Pulse bekommen hier eher Min-Damage, aber ich glaube, es hätte nur mit absolutem Max-Damage gereicht. Können aber jegliche Attacke fressen. Und ich glaube, Flo ist hier drin geblieben, weil er zu sehr Angst vor einem Sub hatte, ja, von Sandus, denn ich spiele fast in jedem Kampf Sub, ja. Ich spiele so oft Sub, Sandus weiß einfach gut, deswegen den Prankster. Und, so, hier die Runde, macht ihr es gut, Freunde. Predicted wahrscheinlich mein Voltwex, ja, war mein Safeplay, weil ich dachte nicht, dass er Nidoking geht für die offensichtliche Finsteraura. Macht er aber schlau, Freunde. Und ich dachte mir, okay, solange er jetzt nicht straight auf Surfer drückt oder auf den Focus Blast oder Kraftkoloss, kann ich Keifel eigentlich safe reinwechseln. Und er geht auf Schlammburge, Freunde, die resist ich und bin immer noch in der Range, wo ich einen Surfer oder einen Kraftkoloss Focus Blast noch tanke. So. Ich habe die Chance genutzt und gehe hier auf die Tarnsteine. Hätte ich vielleicht noch nicht machen sollen, denn wir sehen jetzt gleich, warum ich es nicht machen soll, Freunde. Also warum es besser wäre, wenn ich auf ein Erdbeben, safe auf ein Erdbeben gegangen wäre oder auf ein Eiszapfhage, ja. Denn ich glaube, ein Eiszapfhage plus Eissplitter hätte Metagross gekillt. Denn wir sehen jetzt, Freunde, es kommt die Explosion. Und damit habe ich null gerechnet. Ich dachte, Shaman ist der absolute Safe-Switch. Er kann mich sogar mit Ice Heap nicht tooten. Freunde, wir haben den Bollenhelm drauf und können das mit Synthese gegenheilen. Aber wir sehen hier wirklich die Explosion und das hat er super gemacht. Ja, er kriegt hier den freien Switch in Latios, Freunde. Und hier mache ich den nächsten Missplay in Anführungsstriche. Denn, Freunde, ich bin hier drin geblieben, ja. Ich bin hier drin geblieben. Ich dachte mir, Shaman brauche ich noch für Kikli. Kikli kann mir noch gefährlich werden, mit Gyarados natürlich. So, und hier dachte ich, er wird nicht auf Ice Beam, er wird nicht auf Psychogenese gehen. Er wird auch nicht auf Draco gehen, weil er Xerox predicted, Freunde. Xerox würde alle drei resisten, ja, alle drei Attacken würde Xerox resisten. Und dann könnte ich auf Sucker gehen und also auf Pursuit gehen und sein Latios wegnehmen. Aber, Freunde, er bleibt hier safe, geht auf Eisstrahl. Denn wenn er auf den Hidden Power Fall gegangen wäre, hätte ich mich halt gegensynthesen können, ja. Und hier, Freunde, er entscheidet sich rauswechseln, perfekt. Denn eigentlich sollte das killen, aber es killt nicht nach Tarnstein, weil er komplett defensiv ist, Freunde, ja. Und ich habe nicht nachgeguckt, der Ice Beam gegen Shaman deswegen auch eine Wall war. Kann sein, aber ist egal, passiert halt. War halt blöd von mir gespielt, in Shaman zu gehen. Ich hätte direkt in Xerox gehen sollen. Dann hätte ich das Problem hier nicht, Freunde. Aber, wie gesagt, er geht jetzt hier in sein Gyarados und drückt die Sprungfeder. Ich dachte mir, nein, wenn ich mit Xerox gegen Gyarados drin bleibe, ich kann ihn eigentlich nichts, aber ich kann auf den Rückenwind gehen und dann mit der kleinen Slowen U-Turn raus, Freunde. Hier zeigt er mir aber, dass er nicht auf die Z-Bounce, aber er hätte potenziell den Z-Stein draufspielen können, ja. Er geht also nicht auf die Z-Sprungfeder, sondern auf die normale Sprungfeder und kann deswegen jetzt in Luxtra gehen, denn wir spielen hier viele KP-Investment auf Luxtra und wir sehen, Freunde, die Sprungfeder macht gerade mal 25%. Und jetzt habe ich drei Runden, Freunde, um mit Luxtra viele Mons aus dem Spiel zu nehmen. Denn das ist die Situation ist extra für Luxtra ausgelegt, Freunde. Mit Xerox den Rückenwind rauszubekommen, Luxtra safe reinzubekommen und dann mit Luxtra Druck aufzubauen. So, Freunde, und der Luxtra bekommt hier, ich bin zu spät, ja, den ersten Kill in der NPBL. Ich habe mich einfach mega gefreut, als Luxtra den ersten Kill bekommen hat. Aber es ist noch nichts entschieden, Freunde, denn er hat immer noch Gyarados, er hat jetzt immer noch Kikli und ich habe keinen Shame mehr. Also Kikli wird ultra gefährlich, Freunde. Und hier dachte ich, okay, ich hätte in dieser Runde nur noch eine Runde in den Rückenwind gehabt und er muss auf Mogelit gehen. Wenn er, der hat, glaube ich, ist, glaube ich, im Kampf direkt nach dem Zug in Kikli gegangen, Freunde. Und predikt hier mit Xerox den Mogelhieb. Und hier dachte ich, okay, was ist mir wichtiger? Kikli rauszunehmen mit zwei Patronenhieb oder auf Rückenwind zu gehen? Und dachte ich, okay, mir ist wichtiger, Kikli rauszunehmen. Denn Kikli hat 10 Feuerfeger und deswegen spiele ich die Koakubeere, Freunde. Entweder für sein Latios oder für sein Kikli, Freunde. Denn Kikli hätte mich weder mit Turmkick noch mit dem Feuerfeger rausgenommen. Und ja, auch Xerox bekommt seinen ersten Kill in diesem Match. So. Und jetzt sieht es gar nicht so schlecht aus. Er geht hier in Rainy Boy. Oder Rainy Boy. Keine Ahnung, wie der genau ausgesprochen wird. Ich dachte mir, ich opfer hier Xerox. Er wird hier safe auf eine Erdkräfte gehen, ja. Flammenwurf macht keinen Sinn, Erdkräfte ist hier sein safer Play und ja, das ist auch so, Freunde. Hier verabschieden wir uns von Xerox. Xerox hat einen super Job gemacht, hat Luxtra supported, auch wenn Luxtra nur einen Kill gemacht hat. Und Xerox hat sogar Latios gut angedamaged, ja, und sogar gegen Kikli den Kill bekommen. So, hier kann ich jetzt frei in Keldeo gehen, Freunde, und kann hier einfach auf dem Siedewasser gehen. Entweder stirbt Nidoking, es stirbt Latios oder es stirbt sein Komala, Freunde. Denn auch wenn er das Ding speziell defensiv spielt, Freunde, wir sind Modest, plus Specs,
Schaut euch's an, nach Tarnstein tootet einfach dieses Siedewasser, ja? Ohne Tarnsteine wärst du Roll gewesen, weil er die Überreste spielt und zum Glück. Zum Glück habe ich mit Kai für die Tarnsteine gelegt, denn somit kann ich mit Keldeo sein Komala rausnehmen. Und ich denke mal, er war mega verblüfft, ja? Denn so ein Choice Scarf Keldeo hätte er halt easy in Siedewasser getankt. Aber kein Modest Choice Specs Keldeo, Freunde. So, er geht es den Latios. Hier dachte ich, okay, Keldeo brauche ich noch gegen Nidoking. Ich tanke mit Keldeo jeglichen Angriff von Nidoking. Geht deswegen jetzt den Jack, denn er kann mich weder mit dem Surfer noch mit dem Draco killen. Und ich kann ihn mit dem Eilsplitter killen, Freunde. Hier allerdings zeigt er mir den Rückenplay und das war ein Missplay von ihm, denn Leute, er hat nur noch Nidoking oder Latios und wir haben immer noch Eisspitter. Das heißt, wir nehmen jetzt mit Eisspitter Latios raus und wir nehmen, beziehungsweise können mit Eisspitter sein Nidoking rausnehmen. Ja, das ist sogar eine Wall, glaube ich. Oder ist es eine Wall? Ich weiß, ich habe es nicht nachgekalkt. Und deswegen, es ist einfach ein Missplay gewesen. Er hätte straight auf den Angriff gehen müssen. Ja, er hätte straight auf den Angriff gehen müssen. Aber Keifel kommt hier mit Eisspitter und besiegt auch sein Nidoking, Freunde. Das heißt, ich glaube, 4-0 haben wir, glaube ich, gewonnen. Ich meine, wir haben sogar 4-0 gewonnen. GG an die guten Nestrophe. Ja, wir haben Shaymin und Sheox verloren, ne? Ja, wir haben Shaymin und Sheox. Das heißt, 4-0, Freunde. Wir konnten die Blamage, die wir in der Hinrunde, beziehungsweise in der Rückrunde der Season 1 erleben mussten, wieder gut machen, Freunde. Konnten extra, beziehungsweise endlich, nicht extra, mein Luxtra mitnehmen, was ich mich... Ich habe mich einfach mega drauf gefreut. Erstmal, dass ich überhaupt gegen Flo, dass ich meine Revanche bekomme gegen Flo. Und dass ich gegen Flo sogar Luxtra mitnehmen kann. Denn Luxtra hat sich in diesem Kampf mega gut angeboten und es hat sogar einen Kill gemacht. Es hätte mehr machen können, ja. Habe ich vielleicht nicht ganz sauber gespielt. Aber, Freunde, wir konnten ziemlich eindeutig Flo mit einem 4-0 besiegen. Und dazu muss man sagen, wir hatten das bessere Matchup. Ja, dazu, das muss man definitiv sagen, dass wir das bessere Matchup hatten. Und es war sehr schwer für Flo hier irgendwas zu reißen. Denn, Freunde, Sandus, Luxtra hinterm Rückenwind, Sheox, Keifel, Keldeo, das sind Pokémon, die einfach ultra gute Arbeit machen, aber, sein Gyarados, er hat mir im Nachhinein erzählt, er hat Gyarados mit Walschall gespielt, ja, es macht einfach keinen Sinn, gut, er hat die Steinkante drauf gehabt, hätte mir erzählt, und hätte, wenn ich mit Sandus geleadet hätte, ja, wäre ich, glaube ich, nicht rausgewechselt, wäre sondern auf die Elektro-Attacke gegangen, und hätte mich damit Steinkante womöglich rausgenommen, das war so sein Gameplan, der nicht schlecht war, aber ich finde Drachentanz, Gyarados mit Z-Bounce wäre richtig gut gegen mein Team gewesen, ja, Freunde. Hätte einiges mitreißen können, aber wie gesagt, wir gewinnen 4-0, Freunde, können uns absetzen, ja, das heißt, wir können uns jetzt mit 6 Punkten vor dem zweiten absetzen auf dem ersten Platz und dominieren im Moment die Liga, Freunde, ja, es ist einfach unglaublich, hätte ich nicht gedacht. Mein Ziel war, die Top 5 in die Playoffs am Ende zu kommen. Jetzt stehen wir nach 9 Siegen, nach 9 Spieltagen mit 8 Siegen da auf dem ersten Platz und führen die Tabelle mit jetzt 24 Punkten müsste das sein und 6 Punkte vor dem zweiten an. Und das unglaublich, Freunde, ja. Hätte ich, wie gesagt, niemals gedacht. Aber es funktioniert einfach. Mein Team funktioniert. Ja, aber wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben, da würde ich mich mega freuen. Schaut die Sicht auch aus dem von dem guten Flo an, also aus seiner Sicht, denn er hat den Kampf live aufgenommen. Würde mich auch mega freuen, wenn er da mal vorbeischaut. Und ja. Dann würde ich sagen, wir sehen uns Montag wieder zu einem neuen Part der Pokémon Smart Chain Moonwalk, Freunde. Damit bin ich raus, haut rein und ciao.